muss so sehen. Alles, was ich da bringe, ist ohne Gewähr. Ich bin von keinem buddhistischen Meister oder von keinem Lehrer in irgendeiner Art und Weise autorisiert worden, Belehrung zu geben. Weißt du, wie ich meine? Ich bin ein Rapper. Wenn Leute irgendwie tiefere Sachen über den Buddhismus erfahren sollen, wollen, ne, dann würde ich vorschlagen, geht dann in erster Linie nicht zu mir, sondern in ein buddhistisches Zentrum, was sich in eurer Stadt befindet. Ist das für dich die Legitimation, dass du dich manchmal auch martialischer inszenierst, als du vielleicht bist? Sagen wir mal so, jemand, der über Gangster-Rap spricht, hat einen speziellen Bereich an Worten und Aktionen, wo er drauf zurückgreift. So. Und ich in meiner spirituellen Welt habe auch meine Bereiche, meine Wörter, meine Zusammenhänge, auf die ich irgendwie zurückgreife. Aber ich probiere diese Bereiche halt immer zu erweitern. So. Deswegen kann ich als Buddhist auch trotzdem mal von einem Katana sprechen oder von der Desert Eagle. Ich mache das ja nicht, um martialisch zu sein oder destruktiv, sondern um destruktive Gedankengebilde zu zerschießen oder denen einfach den Kopf abzuschlagen. Die Schlacht mit den Waffen findet auf verschiedenen Ebenen statt. Nicht auf der äußeren, was die Leute immer sehen. Ey, die Knarre und das Schwert. Ich meine, du bist ein Buddhi, du sprichst vom Erwachen. Warum kommst du jetzt mit solchen Sachen um die Ecke? So? Aber man darf die innere Ebene dabei nicht vergessen. Weil diese Waffen für mich, das sind Symbole. Aspekte des Geistes, die dir helfen im mentalen Krieg. Gegen Störgefühle, gegen falsche Ansichten. Das sind die Feinde. Gegen die, also wozu der Body auch diese Waffen quasi verwendet. Okay, das heißt, die Waffen sind Metaphern? Das sind Symbole, genau. Und glaubst du, es gibt eine Zeit, wo man irgendwie, wo Selbstverteidigung oder sowas notwendig ist? Mit Sicherheit. Also die es gibt immer Situationen, wo man vielleicht auch angegriffen wird und so. Und dann sage ich auch, als Buddhist sage ja, dann verteidige dich so. Schlag ins Gesicht, aber ohne Zorn. Weißt du, wie ich meine? Es ist ein Unterschied, ob du jemanden schützt, der mit dir ist, oder dich selber, ne, indem du dich schützt quasi und den Angreifer, wie soll ich sagen, ausschaltest so, oder ob du noch drauf trittst, wenn er auf dem Boden liegt. So. Geht das? Kann man jemanden schlagen ohne Zorn? Ja. Okay. Ich war kurz davor, gerade zu fragen, ob du mich kurz mal schlagen könntest. So ohne Zorn. Aber dann dachte ich, ne, weißt du was, das ist jetzt auch zu früh dafür. Ich frag dich in 2 Stunden nochmal. Das hört sich merkwürdig an, ich weiß. Ja. Aber du verstehst, wo ich dahin will, oder? Ich versuche es. Es kommt auf deine Geisteshaltung an, wie du diesen Menschen schlägst. So. Ne? Okay. Du schlägst ihn ja nicht, um ihm bewusst zu schaden. Du schlägst ihn, um dich zu schützen, ja, okay, oder jemanden, der halt mit dir ist. Jetzt so. Habe ich es verstanden. Und das ist ein Unterschied. Okay. Hat man in Lüdenscheid eigentlich, gibt es so solche Momente, über die wir jetzt gerade theoretisch reden, gibt es in Lüdenscheid eigentlich oft Bedarf nach so einer Geisteshaltung? Wo man sagen muss, ich muss jemanden verteidigen oder sowas? Gibt es? Ja, auf jeden Fall auch. Lüdenscheid ist jetzt nicht so riesig, aber da passieren auch Sachen wie Drive-By-Shooting und sowas. Es ist zwar eine Kleinstadt so, aber da geht es teilweise auch herbe ab, leider. Ich hatte nämlich immer die Befürchtung, dass es in der Provinz krasser ist als hier. Also wirklich, weil Drive-By-Shooting, ich habe davon, also ich kenne das nur aus so komischen Compton-Filmen. Aber ja, krass. Eine andere Sache, wenn wir über sowas reden, und das ist das nächste Ding, dass man sagt, man macht das Bewusstsein auf für solche Sachen. Ich persönlich kenne viele Leute, die ihre Bewusstseinserweiterung über Drogen herstellen. Ist das ein Thema bei dir? Auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin auch zum Buddhismus gekommen, weil ich über meine Drogenerfahrung überhaupt rausgekriegt habe, wozu der Geist eigentlich in der Lage ist. Wozu ist der Geist in der Lage? Also wo hilft mir eine Droge, den Geist zu expandieren, als Beispiel? Das ist jetzt auch falsch gesagt. Weil jetzt bin ich quasi auf dem Punkt, ich weiß, wenn ich diesen Weg weitergehen will, muss ich den mit einem klaren Geist gehen. Also das möchte ich direkt mal dazu sagen. Mhm. Also du brauchst keine Zutat von außen, um dahin zu kommen. Das hat halt mit meiner Geschichte zu tun. So. Nachdem ich diese Drogenerfahrung hatte und immer in Kombination mit den Belehrungen und sowas, was ich halt mir angelesen habe, hat das schon für Parallelen gesorgt. Hilf mir, also, worüber reden wir? Was hast du erlebt? Dass sich im Geist Türchen öffnen. Mhm. Für andere Denkweisen, andere Ebenen, für andere Wahrnehmungszustände und Geisteszustände, die man halt so im normal, wenn du dich so bewegst, halt nicht hast. Wie hast du die Tür aufgemacht? Du hast auch schon mal mit Leuten Drogen genommen, oder nicht?
Ja, richtig, aber da ging ihnen die Tür auf, deswegen frage ich. Ja, das ist ja auch nur symbolisch. Hast du schon mal LSD genommen oder Pilze? Ja. Da bin ich lange S-Bahn gefahren und dachte, boah, wie krass. Aber ich bin ja, glaube ich, etwas profaner. Ich habe nie diesen nächsten Schritt gemacht. Von dem haben ja schon mehrere Leute erzählt. Also ich sag mal so, ich hatte das nie. Auch damals in meiner Anfangszeit mit Drugs. Ich war immer interessiert an dem, was mit dem Geist geht. Weil ich habe auch viel gelesen damals über südamerikanische Schamanen, die mithilfe der Pilzen und DPD, Gottesdroge. Ja, und ein paar Substanzen halt auch Leute heilen. Ne? Und das gibt's hier auf Bergmann-Kiez, einen tollen Laden übrigens, by the way. Das habe ich gehört. Dass quasi auch so eine Art Geistesreisen gemacht werden. Du gehst wieder zu dem Punkt zurück, so, wo die Sache so passiert ist und reißt da quasi die Wurzel raus. Und wo ich Drogen genommen habe damals, das war nicht, weil ich irgendwie Optics haben wollte oder feiern wollte. So. Ich wollte experimentieren mit dem Geist. Das war der Grund, warum ich Drogen genommen habe. Aber wann kamst du auf den Punkt, dass man sagt, ich brauche da... Also du sagst ja, du hast es jetzt quasi auch drauf ohne Drogen, oder? Wenn ich dich richtig verstanden habe, du kannst plötzlich mit dem Geist experimentieren oder auf die Reise gehen ohne Drogen. Du kriegst die Türen auch jetzt ohne irgendwas von außen auf. Du siehst ja auf den Drugs unheimlich viel Potenzial. Unheimlich viel kann gehen, so. Aber du fällst wieder aus diesem Zustand raus. Und wenn du den Weg gehst mit Meditation, dich so damit beschäftigst, so, erreichst du halt langsam, kommst du halt zu gewissen Zuständen, aus denen du halt nicht mehr rausfällst, die du hältst. Meditierst du jeden Tag? Ja. Wie lange? Es kommt darauf an, wie ich Zeit habe. Also das ist auf jeden Fall morgens das Erste, was ich mache. So. Wenn ich aufstehe, das ist so, ich richte mich quasi aus, direkt morgens, wo es halt hingehen soll. So, ne? Und wenn ich abends Zeit habe, mache ich das abends halt auch noch. Wie gesagt, ich habe kein Fernsehen und kein Internet zu Hause. Ich habe viel Zeit. Weißt du, wenn andere sich um 8 Uhr vielleicht irgendwie hinsetzen, Fernsehen gucken oder was weiß ich nicht was, dann setze ich mich hin und mache eine Medi. Kannst du dir vorstellen mit Kollega oder Klar. Flair oder sowas? Also mit Kollega wäre richtig geil. Du musst so sagen. Kollega und Abstrakt, also Kolle und Abs, Kollaps, weißt du? Das Kollabo-Album von Kollega und Abstrakt, weil es der Kollaps wäre für das gesamte Rap-Game.